Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly, und wir machen weiter. Oh, da machen wir weiter. In Jericho. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Oh, ein paar von denen kenne ich. Die waren auf dem Ding drauf, auf dem Fluchtding. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Naja. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Dabei haben wir nichts was Falsches gemacht, ne? Möchte ich nochmal erwähnen. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Sprechen wir mit Lucy? Der ganze Bums hier scannbar ist, ey. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Krass. Das ist knackig. Kann ich das Feuer anmachen? Mach mal hell hier den Laden. Bisschen Wärme. Das ist schon ein bisschen sick. Hallo? Kann ich mit dir reden? Mit dir kann ich nicht reden, aber da hinten? Na, okay, dann reden wir da hinten. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Tja. Jetzt nicht gerade die geile Ansage, die man hören will. Nicht ganz ehrlich. Hm.
Sonne. Kisten bereits geleert. Oh, das waren Ersatzteile oder so. Guck mal, wie süß, ne? Wir haben Feuer gemacht und da sammeln sich die Leute jetzt. Ein alter Urinstinkt, der wird immer funktionieren. Die Leute mögen Feuer. Jetzt noch ein Bierchen und ein paar Würstchen und ab geht's. Das könnte Lucy sein. Darum machen wir da hinten jetzt das noch die Tonne an. Ist auch viel gemütlicher. Was soll ich diesen alten Rostlaubenschiff ohne ein paar Feuerchen? Also. Guck, da kommen die Leute auch gleich näher. Siehst du? Doch, gleich viel schöner hier. Ich finde das persönlich viel angenehmer. Du wirst nicht Lucy sein, glaube ich. Bin in einem üblen Zustand. Was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Was? Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Den Wunsch zu überleben kann ich verstehen. Und es ist auch schon ein bisschen hart. Also wie gesagt... Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das Lucy ist. Glaube nicht. North, okay. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht, wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Hm. Hm. Mit euch kann ich nicht sprechen. Auch nicht. Ich weiß nicht, was die zu versteckende Option ist, aber vielleicht hier noch die Feuertonne anmachen. Ja, anscheinend nicht. Wahrscheinlich im Gespräch mit North. Dann wird das Lucy sein. Gehe stark jetzt von aus. Okay. Bist du Lucy? Setz dich. Okay. Zeig mal. Bitte? Wer ist mit dem Bitte? Ja klar, ich zieh mich aus. Achso, sie hat meine Wunde gesehen. Ich stoppe die Blutung. Wir brennen dir die Wunde aus.
Da du ein Mann bist und keine Gefühle hast, wirst du nichts spüren. Hier, ein Schluck blaues Blut. Trink das. Ich glaube, es geht anderen schlechter als mir. Ich möchte es nicht annehmen. Aber ich glaube, ich habe nicht viel Wahl, ne? Gib mir deine Hand. Sie ist creepy. What the fuck? Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Wie meine Augen. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Wie meine Augen. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Simon einen Plan. Who the fuck is Simon? Okay, coming for ya! Simon, wir machen sie alle platt! Simon. Sass. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. B-b-b-b-minus? Okay. Noch nicht? Okay. Bin dabei. Guck, Viertelstunde Video wäre. Okay, aber cool. Also ich mag die Lucy-Darstellung. Aber woran ist sie angeschlossen? Das ist für mich tatsächlich das Fragwürdige. An was für eine Art Rechner ist sie angeschlossen? Woher wusste sie so viel? Schon super interessant. 99 Minuten. Ah ja, okay, hier gab es jetzt nicht so viel, ne? Guckt euch das an. Ich meine, da war jetzt echt nicht so viel. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.